Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Moses aus Deutschland hier und ich rede mit Bruder Anselm gerade, live von Tempe, Arizona. Okay, du hast ein Predigt gehalten, Bruder Anselm, Wehe der sündigen Nation, ja, als du in Deutschland warst und es gab viele Konsequenzen. Du musst Deutschland verlassen wegen dieser Predigt. Aber ich möchte nicht da über das Predigt und Homos reden. In dieser Predigt hast du ein paar Irrlehrer in Deutschland genannt. Ja? Ja. Olaf Latzel, Lothar Gassmann, Jakob Tschanke, Karl Hermann Kaufmann, Johannes Hartl, ja, genau. Und du hast da gesagt, dass sie lehren, dass sie man das Heil verlieren kann. Na? Und du hast auch einen anderen Namen genannt, der ich vorher nicht gehört habe, der Jürgen Fischer heißt. Jürgen oder Jürgen Fischer? Ja, Jürgen Fischer. Genau. Ja. Genau. Und, Jürgen Fischer. Ja, du hast erwähnt, dass er sagt, wenn man in Ehebruch lebt, dann verliert man das Heil, ist man nicht gerettet. Und, und du hast auch eine ganze Folge über ihn aufgenommen, wo du erzählt hast, dass er wirklich pure Werksgerechtigkeit lehrt. Und er hat auch ein Video-Series gemacht gegen Heilsicherheit. Ne? Richtig. Genau. Und ich wollte einfach dich fragen, wie kennst du ihn, Jürgen Fischer? Kennst du ihn persönlich oder wie hast du ihn kennengelernt? Also Jürgen Fischer ist sehr beliebt in brüdergemeindlichen Kreisen. Aha. Und hier ist das Ding. Brüdergemeinden in Deutschland sind höchstwahrscheinlich immer noch die beste Alternative. Okay. Im Großen und Ganzen. Weil das Ding ist, Baptistengemeinden kannst du komplett vergessen in Deutschland. Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen natürlich. Du hast eine gute Baptistengemeinde in Wittenberg. Aber wenn man keine gute Baptistengemeinde findet, sind wahrscheinlich Brüdergemeinden vereinzelt noch okay. Aber dieser Jürgen Fischer, der ist beliebt in brüdergemeindlichen Kreisen und der ist ein kompletter Irrlehrer. Und ich war in einer Brüdergemeinde und wir waren auf einem Sommerlager, Jugendsommerlager, und Jürgen Fischer hat gepredigt. Okay. Und er hat während dieser Predigt eben diese Aussage gemacht: Hey, wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du garantiert nicht gerettet. Ich dachte mir, Junge, warum fällt das niemandem anscheinend auf, dass das totale Irrlehre ist? Das ist unfassbar. Mhm. Und daher kenne ich ihn, da habe ich ihn live gehört. Und ich habe ihn bewusst genannt in meiner Predigt, weil ich weiß, dass er in gewissen Kreisen eben sehr beliebt ist als Prediger, dass er ziemlich angesehen ist. Okay. Aber ja, der hat glasklare, schwarz-weiße Werksgerechtigkeit. Und besonders eindeutig wurde es, als er eben mit seiner Serie rausgekommen ist, mit seiner Podcast-Reihe, gegen einmal gerettet, immer gerettet, gegen Heilsicherheit. Wo er hat diese Liste aufgestellt. 7 Dinge, auf die du achten musst, wenn du dein Heil nicht verlieren willst. What? Und Leute kapieren es nicht. Oh, wie kannst du ihn als Irrlehrer bezeichnen? Wie kannst du ihm sein Heil absprechen? Er hat eine Liste aufgestellt mit 7 Punkten, auf die du achten musst, wenn du dein Heil nicht verlieren willst. Ja, genau. Das ist Irrlehre. Das ist Werksgerechtigkeit. Ja. Und deswegen habe ich eben den Titel gemacht, Jürgen Fischer und seine 7 Sakramente. Das sind seine 7 Sakramente, die du halten musst, wenn du in den Himmel kommen willst. Ja, krass. Dabei sagt die Bibel, dass wir aus Glauben gerettet werden. Aus Gnade durch den Glauben, dass es ewiges Leben ist, dass wir es nicht verlieren können. Und wenn da jemand irgendwelche Zweifel hat, bitte schaut euch meine Predigt an. Einmal gerettet, immer gerettet. Ja. Okay, alles klar. Und ja, eigentlich, ich war in dieser EFG Jakobstraße in Leipzig. Ne? Und ich habe einfach auf sein Facebook-Page gegangen und es gab so viele Mutual Friends. Das war eine Überraschung. Hä? Auch diese Leute kennen ihn.
Und, genau, weil du hast eine Brüdergemeinde und der ist beliebt in Brüdergemeinden. Genau, und besonders diese ein paar Mutual Friends, zum Beispiel dieser Martin und alles, die glauben an ein falsches Evangelium. Sie glauben, dass man sein Heil verlieren kann, sie wirken eine pure Werksgerechtigkeit. Und es ist keine Überraschung, dass dieser Irrlehrer mit anderen Irrlehrern von der Brüdergemeinde befreundet ist. Ja, krass. Ja. Dieser Video, irgendwie schon seine 7 Sachen, ich habe das herunterladen und wieder auf meinen Kanal hochgeladen, ja. Mhm. Und ich habe ein Bild verwendet von, ich habe online ein Bild gefunden von ihm. Ich habe zwei Hörner und etwas Irrlehrer und etwas Photoshop gemacht und als Thumbnail verwendet dieses Bild, ja. Also als Vorschaubild für dein Video. Richtig. Auf YouTube. Ja. Genau. Und er hat ein E-Mail geschickt danach. Also ich werde das einfach lesen. Ja, guck mal. Lieber Moses, ich weiß, dass du mich nicht für einen Bruder hältst. Richtig. Ja. Aber du hast ein Bild von mir als Thumbnail verwendet, für das du nicht die Nutzungsrechte besitzt. Ich weiß nicht, wie du an das Bild gekommen bist. Ich vermute, du hast es von Frogwords herunterladen, wo ich die Nutzung ohne Absprache bewusst nicht zugelassen habe. Mit deinem Tun bist du zum Dieb geworden. Okay. Ich verbiete dir hiermit ausdrückliche Nutzung von Bildern, deren Copyright bei mir liegen, und ich würde dich bitten, das Bild in den nächsten 48 Stunden zu entfernen. Also ich habe gedacht, okay, dieser Typ ist verrückt, ja. Und ich habe einfach das ignoriert und einen Monat später hat er auch ein anderes E-Mail geschickt, in dem es heißt: Lieber Moses Göller, dies ist meine letzte schriftliche Aufforderung sofort, das heißt innerhalb der nächsten 48 Stunden, das illegale genutzte Bild aus deinem YouTube-Kanal zu entfernen. Ich denke, es war ausreichend, dir 4 Wochen Zeit für eine Reaktion gegeben zu haben. Wenn du nicht reagierst, werde ich mir überlegen, ob ich dich per Anwalt abmahne. Okay. Das, was dann an Kosten auf dich zukommt. Hast du dir mit deinen illegalen Diebereien selbst zuzuschreiben? Aber sag mal. Du hast mir schon diese E-Mails gezeigt und ich meinte ja dazu einfach, ey komm, das macht keinen Sinn, mit solchen Leuten Zeit und Geld zu verschwenden, in solche sinnlosen Streitereien. Und dann hast du ja das Vorschaubild geändert von deinem Video. Genau. Ich habe einfach ein anderes Bild von einem Video genommen, das nicht Copyright ist eigentlich, das ist nicht auf seiner Website zu finden ist. Ne? Das ist ein offenes Video. Und ein paar Tage später hat er eigentlich mich angerufen. Ich war auf der Arbeit und der Jürgen Fischer hat mich angerufen. Auf der Arbeit sogar? Ja, nicht auf meine Arbeitsnummer, aber auf meine Handynummer. Ja, ja. Und ich habe ja gesagt, ich bin Jürgen Fischer. Okay, wie hast du meine Nummer gekriegt? Ja, das ist zuerst egal. Oh Mann, ey. Und er hat gesagt, oh, du bist ein Dieb. Du hast Diebstahl begangen. Das Bild, das du verwendet hast, das war Copyright. Okay, ich habe das Bild geändert. Hallo? Ja, du bist ein Dieb, ja oder nein? Ich habe einfach gesagt, hey, fahr zur Hölle. Ich habe das einfach aufgemacht. Ja, weil hier ist das Ding, mit diesen Leuten macht es keinen Sinn, Zeit oder sogar Geld zu verschwenden mit irgendwelchen Anwaltskosten. Das Beste, was man machen kann, ist einfach, solche Leute zu ignorieren. Ja. Weil diese Irrlehrer, die werden niemals aufgeben. Okay. Die werden niemals Ruhe geben. Warum? Weil die Bibel sagt, dass sie verworfen sind. Ich meine, ich glaube, wenn du mich fragst, ich glaube, dass Jürgen Fischer verworfen ist. Ich glaube, dass es für ihn keine Hoffnung gibt. Es ist ziemlich eindeutig. Und er ist das, was die Bibel als unversöhnlich bezeichnet. Hm. Das heißt, egal was du machst, egal was du auf was du alle für Forderungen von ihm eingehst, er wird niemals sich versöhnen lassen. Er ist unversöhnlich. So bezeichnet die Bibel verworfen. Man kann keinen Frieden mit ihnen schließen. Hm. Genauso wie mit den Homos. Die Homos wollen Homo-Ehe, jetzt haben sie Homo-Ehe. Das ist aber nicht genug. Ja. Sie wollen natürlich auch, dass Pädophilie legalisiert wird. Es wird nie genug sein für solche Leute. Unglaublich. Und was würdest du sagen über all diese Copyright-Dinge? Ist es mit Christen? Was sagt die Bibel? Was ist deine Meinung? Ich finde es total bescheuert. Ich finde es total lächerlich. Weil hier ist das Ding. Überleg mal, wenn jemand ein Reaktionsvideo auf mich macht.
Ja, jemand nimmt mein Video und macht ein Reaktionsvideo darauf und nimmt irgendwie ein Foto von mir und verunstaltet das Foto. Weißt du, was ich denken würde? Super. Ich habe kein Problem damit. Ich denke, okay, cool. Denn weißt du was? Die Leute, die das sehen werden, die werden damit die Chance bekommen, zum einen die Wahrheit zu hören aus der Bibel, was ich verkündige, und zum anderen, was eben irgendein Lügner über mich sagt. Jetzt einfach nur als Beispiel. Also warum sollte ich was dagegen haben? Und weißt du, was ich mir denke? Er nutzt es einfach nur als Vorwand, weil er tief in sich drin gar nicht wirklich dahinter steht, hinter dem, was er überhaupt sagt. Er steht gar nicht selbst dahinter. Ansonsten würde er sagen, ja, Amen, das ist das, was ich gesagt habe, richtig. Moses, verbreite das ruhig. Ich stehe dazu. Aber das ist nicht seine Haltung, sondern er will das unbedingt unterdrücken und kommt dann mit so einem Schwachsinn wie Copyright. Warte mal, du hättest einfach in der Öffentlichkeit von ihm ein Foto schießen können. Ja. Und hättest das verwenden können. Dann hättest du das Copyright an dem Foto. Ich meine, das ist alles so bescheuert, das ist alles so lächerlich. Du hast Diebstahl begangen, weil du ein Foto von ihm genommen hast, das auf seiner Website verfügbar war. Und es ist jetzt mal angenommen, du liegst wirklich falsch damit. Einfach mal angenommen, du liegst wirklich falsch damit und hast Fehler begangen. Müsste er nicht als angeblicher Christ mit sowas reagieren wie Nächstenliebe, mit Vergebung, sich bestehlen lassen, sich übervorteilen lassen? Ich meine, schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, das ist der Typ, der sagt, wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du zu 100% nicht gerettet. Und diese Aussage hat er bisher noch nie zurückgenommen. Lässt sich übrigens in seinen Kommentaren zu deinem und zu unserem Video nachlesen, wie er sich immer weiter reinreitet. Er ist nicht gerettet, er ist kein Christ. Aber er ist der Typ, der sagt, wenn du in Ehebruch lebst, bist du garantiert nicht gerettet. Also er macht seine Errettung davon abhängig, wie du lebst und wie er lebt. Davon macht er seine Errettung abhängig von seinen Werken. Ist dann aber derselbe Typ, der null christliche Tugenden zeigt. Wenn es hart auf hart kommt, zeigt er null christliche Werte, christliche Tugenden, sowas wie Vergebung, sowas wie einfach sich bestehlen zu lassen. Und hier ist das Ding. Ich finde das total lächerlich, diesen Diebstahlvorwurf. Du hast einfach ein Foto genommen für ein Vorschaubild. Du hast es sogar ausgetauscht mit einem anderen Foto. Ja. Von einem Video, das öffentlich verfügbar war auf YouTube, richtig? Ja. Er ist immer noch nicht damit zufrieden, weil es ihm gar nicht darum geht. Ja. Es geht ihm gar nicht darum. Und die Bibel sagt eindeutig, dass wir als Brüder nicht vor ein weltliches Gericht ziehen sollen. Und eigentlich können wir die Stelle mal aufschlagen. Okay. Lass uns einfach mal schnell finden, wo das steht. Genau, das ist 1. Korinther Kapitel 6. Und da heißt es in Vers 1, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und so weiter. Und in Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch, demnach ist also nicht ein einziger Weise unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Und das ist, was Jürgen Fischer machen will. Ich meine, hier ist das Ding, er ist nicht unser Bruder. Wir wissen, dass er nicht gerettet ist. Ja. Er ist zu 100% nicht gerettet, er fährt zur Hölle, er ist buchstäblich ungläubig, er glaubt nicht an Jesus Christus. Amen. Null. Aber aus seiner Sicht sind wir Brüder, was aus der E-Mail, die du vorgelesen hast, deutlich wird, dass er uns als Brüder sieht. Genau, er schreibt ja alles indirekt. Liebe und Gottes Segen, genau. Genau, und er kommt mit dieser Schmeichelei, lieber Moses, alles Liebe, Gottes Segen, blablabla. Ja. Das ist natürlich alles geheuchelt. Aber aus unserer Sicht, aus seiner Sicht, wären wir ja seine Brüder. Nun, wie kann er dann dir androhen, von wegen, dass er einen Anwalt einschalten wird und so? Er will damit mit aus seiner Sicht einem Bruder vor weltliche Gerichte ziehen. Hat er schon mal darüber nachgedacht, dass es zu 100% falsch ist, dass wir niemals als Christen Rechtsstreite vor Ungläubigen führen sollten? Weiß er das? Ich bin mir sicher, dass es weiß. Und Vers 7, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Okay, wenn du wirklich falsch liegst, warum lässt er sich nicht lieber Unrecht tun? Warum zeigt er nicht, was er für ein toller Christ ist? Und wie er dadurch in den Himmel kommt, dass er so ein toller Christ ist? Aber wenn man dadurch in den Himmel kommen will, dann fährt man zur Hölle. Und er wird zur Hölle fahren. Weil er nicht auf Jesus Christus vertraut. Und Vers 8, oder nee, Vers 7, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja,
Warum zeigt er nicht so Eigenschaften wie Vergebung, sich übervorteilen zu lassen? Warum zeigt er nicht, was er für ein toller Christ ist? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Hier ist das Ding. Wenn ein angeblicher Christ mit einem anderen Christen vor ein weltliches Gericht zieht und Rechtsstreit vor Ungläubigen führen will, dann ist derjenige im Unrecht. Dann ist derjenige im Unrecht. Jürgen Fischer wäre damit im Unrecht. Okay, ja, das macht Sinn. Ja, ich denke aber, auch. Aber er, eine Sache noch, guck mal, er würde dann Vers 9 verwenden, das ist dasselbe Kapitel, er würde Vers 9 verwenden und sagen, ja siehst du, Ehebrecher kommen nicht in den Himmel, denn es steht ja hier, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Kramenschänder und so weiter werden das Reich Gottes erben. Diesen Vers würde er verwenden. Ja. Würde er natürlich völlig verdrehen und aus dem Kontext reißen, aber die anderen Verse interessieren ihn offensichtlich nicht. So viel dazu. Krass. Ja, das macht Sinn, was du gesagt hast. Ich denke, dass wenn man in christlicher Dienst kommt, wenn er sagt, ich möchte ein Prediger werden, Pastor werden, muss man wirklich mit dieser Copyright und Gesetze Dinge beschäftigen? Sozusagen. Nach meiner Meinung muss Jürgen Fischer seinen Beruf ändern. Also er kann natürlich. Muss einfach. Wie soll er doch Anwalt werden? Ja, oder Versicherung oder Online-Sicherheit, was auch immer, oder ein Firma, wenn sie das machen. Aber wenn ein Prediger, wenn ein Pastor, wenn er sagt, ich bin Diener Gottes, ja, ich diene Jesus und er beschäftigt mit all dieser komischen Regeln und so weiter, Copyright-Dinge, das sieht sehr komisch aus, ja? Ich meine, das Ding ist, es ist natürlich offensichtlich, dass er nicht wirklich zu 100% dahinter steht, hinter dem, was er sagt. Und dass er eben letzten Endes Geld im Kopf hat. Das ist meine Interpretation. Meine Meinung ist, er hat einfach Geld im Kopf. Das ist, was die Bibel auch über Irrlehrer sagt, dass sie eben um schändlichen Gewinneswillen predigen. Ja. Dass sie um Gewinneswillen im Dienst sind. Ja. Krass. Und, das ist noch schlimmer. Ja. Das ist, was ich denke dazu. Und er sollte sich einen anderen Beruf suchen, definitiv. Okay. Ich meine, warum sollten wir geistlichen Dienst tun? Um der richtigen Motivation willen. Um das richtige Evangelium zu verkündigen. Und wenn er aus seiner Sicht das richtige Evangelium verkündigt, was er natürlich nicht tut, aber aus seiner Sicht, dann sollte er einfach zu 100% dahinter stehen. Egal, was andere tun. Ja, Amen. Das bin ich. Das ist mein Foto. Jürgen Fischer. Mach mich fertig, wenn ihr wollt, so nach dem Motto. Ja, Amen. Das ist die Haltung, die ich haben würde. Ich auch, ja. Aber leider eher nicht. Ja, okay. Und du hast auch in deiner Predigt oder in deiner Folge erwähnt, dass Jürgen Fischer ein Trunkenbold ist. Was bedeutet das und wie kennst du das? Wie weißt du das? Also Trunkenbold ist ein Wort, das wir so heutzutage natürlich nicht mehr verwenden, aber es bedeutet ganz einfach jemand, der einen Hang zum Trinken hat. Das ist bei Jürgen Fischer definitiv der Fall. Okay. Ich ziehe die Grenze da, wo jemand regelmäßig Alkohol trinkt oder Alkohol irgendwie als Hobby hat, der irgendwie tolle Weine auszuprobieren, tollen Whisky und so. Mhm. Das ist bei Jürgen Fischer definitiv der Fall. Sieht man auf seiner Website frogwords.de, wo er zugibt, dass er ein Whisky-Fan ist oder sowas. Und die Bibel sagt im Titusbrief, Kapitel 1, ab Vers 6, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsichtigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend und so weiter. Also ein Aufseher, das heißt ein Ältester, ein Pastor, der darf nicht der Trunkenheit ergeben sein. Ja. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist Jürgen Fischer nicht ein Ältester dieser EFG, The Rock-Gemeinde, irgendwo in Berlin? Ich meine, hier ist das Ding. Diese Standards sind natürlich Standards, an denen sich alle Christen grundsätzlich orientieren sollten, nicht der Trunkenheit ergeben zu sein, logischerweise. Aber es gilt insbesondere für jemanden, der ein Aufseher sein will, der ein Ältester sein will. Wenn der das nicht erfüllt, dann ist er nicht qualifiziert. Jürgen Fischer ist nicht qualifiziert. Okay. Er ist eindeutig der Trunkenheit ergeben. Das, was er trinkt, ist harter Alkohol. Er ist ein Weinfan, er ist ein Whisky-Fan. Er trinkt harten Alkohol. Und für ihn ist es eindeutig,
eine Art Hobby, ja, gibt dazu auf seiner Website, dass er ein Whisky-Fan ist. Und was soll ich dazu noch sagen? Er ist ein Trunkenbold, er ist der Trunkenheit ergeben, er ist nicht qualifiziert. Ja, was soll ich weiter dazu sagen? Crazy. Ich habe auch Leute tun das so ab. Ja, aber ich kann irgendwie ein Glas Whisky trinken, ohne betrunken zu werden. Was für ein Schwachsinn. Du bist garantiert nicht mehr nüchtern, wenn du ein Glas Whisky trinkst. Ja, genau. Oder wenn du ein Bier trinkst. Du bist garantiert nicht mehr nüchtern. Und wenn du dich trotzdem noch nüchtern fühlst, dann liegt das daran, dass du schon ein Trunkenbold bist. Dass du schon der Trunkenheit ergeben bist. Das heißt, du hast deinen Körper daran gewöhnt, dass dein Körper das verträgt. Das zeigt, dass du ein Trunkenbold bist. Oh, ich bin immer noch nüchtern. Ja, richtig. Deswegen bist du ein Trunkenbold. Ich meine, verstehst du, was ich sagen sage? Ich meine, er hat schon seinen Körper schon dran gewöhnt. Aber die Bibel sagt uns nicht, dass wir uns nicht schwerst besaufen sollen, sodass wir umkippen. Ich meine, ihr könnt ruhig ein bisschen Alkohol trinken. Nur solltet ihr euch nicht irgendwie ins Koma saufen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir nüchtern sein sollen. Rat mal was. Nüchternheit bedeutet ein zu 100% klarer Geisteszustand. Amen. Und wenn du ein Glas Whisky trinkst oder ein Bier trinkst, dann hast du keinen zu 100% klaren Geisteszustand mehr. Du bist nicht mehr nüchtern. Ja. Aber man kann natürlich einfach die Grenze für Trunkenheit verschieben und sagen, oh, das ist keine Trunkenheit, weil ich mich immer noch nüchtern fühle. Du kannst einfach selbst die Grenze verschieben. Aber Moment mal, warum fühlst du dich nüchtern angeblich? Weil du schon ein Trunkenbold bist. Du bist schon ein Säufer, du bist schon ein Weintrinker, du bist schon der Trunkenheit ergeben, was dein Körper dran gewöhnt. Jungfischer ist sowas von nicht qualifiziert. Ist so witzig, wie er darauf pocht, dass du dies und das nicht tun darfst, wenn du gerettet bleiben willst. Aber das, was ihn persönlich betrifft, sowas wie Trunkenheit, das zählt natürlich nicht. So viel zu dem Thema. Ja, ich habe auch ein Short-Video gemacht, dürfen Christen Alkohol trinken? Und ich habe erwähnt, ja, es gibt Prediger, die sagen, okay, es ist okay. Und ich habe einen Clip von seinem Video verwendet. In dieser Und ich habe das auf TikTok hochgeladen und vor ein paar Wochen oder so, ich habe eine Notification bekommen. Hey, dieses Video ist rausgelöscht. Es ist Copyright Claim. Ich habe gesehen, Jürgen Fischer. Wieder. Und ja, ich meine, das ist einfach so zu 100%, wie soll man sagen, das ist einfach so, das gehört sich nicht. Als Christ allgemein, besonders als Prediger. Weil er müsste, und ich will mich nicht zu oft wiederholen, aber er müsste doch eigentlich sagen, ja, super, dass ich in dem Video auftauche. Ich stehe zu meiner Meinung. Ich meine, er kann ja nicht zumindest zu seinen Überzeugungen stehen. Ich meine, wir wissen, dass er zur Hölle fährt, dass ein verdammter Irrlehrer ist. Zur Hölle mit Jürgen Fischer. Ich hoffe, dass er stirbt. Wie kannst du das sagen? Er reißt Leute mit sich in die Hölle. Ja. All die Leute, die seine YouTube-Videos schauen, die in seiner Gemeinde sind, seine Predigten hören und es nicht kapieren, sogar wenn er eine Reihe rausbringt, 7 Punkte, so ungefähr, wenn du deinen Glauben nicht verlieren willst, wenn du nicht verloren gehen willst. Wie ist das nicht Irrlehre? Wie kann man das nicht sehen? Aber er reißt eben Leute mit sich in die Hölle. Aber all diese, ich finde das so pervers, geistliches Material wegen einem angeblichen Copyright-Verstoß sperren zu lassen. Sorry. Das ist sowas von falsch. Wir sollten sowas als Christen meiner Meinung nach nicht tun. Als Prediger vor allem gehört sich das überhaupt nicht. Um zu sagen, oh, du hast mein Copyright verletzt. Nimm das Video runter. Hey, geht es dir nicht darum, die Bibel zu verkündigen? Geht es dir nicht darum, und auch deine Überzeugung dazu zu stehen? Ja. Ich meine, was ist deine Motivation? Seine Motivation ist natürlich nicht die richtige Motivation. Deine Motivation ist einfach nur, ja, wahrscheinlich, dass er irgendwie Bußgeld von dir einkassieren kann oder so. Unglaublich, ja. Ja, weißt du, was ich habe? Ich bin immer dieser Meinung. Ich halte mich nicht zurück. Wenn du all mein Geld haben willst, okay, du kannst all mein Geld nehmen. Ich werde trotzdem Ich meine, hast du irgendwo einen Tresor, den Jürgen Fischer sich holen könnte? Hast du irgendwo Goldbarren versteckt, die er haben könnte? Du hast wahrscheinlich sowieso nicht so viel, was er haben könnte. Was will er? Ja, unglaublich. Ja. Und dann auch noch Telefonterror, bei dir anzurufen. Du bist ein Dieb. What the heck? Wie hat er deine Nummer rausgefunden?
Keine Ahnung. Ich denke, es war vielleicht einer von unserem so Mutual Friend von EFG, Jakobstraße. Er hat gegeben. Er hat vielleicht erzählt, Moses hat mich so gemacht und so und so. Und ja, sie sind auch keine guten Freunde von mir, die Leute von EFG Jakobstraße, weißt du? Ja, die alle ihre Lehrer sind zusammen, jetzt verteidigen einander. Ja, warum nicht? Das ist keine Überraschung. Ja, es gibt leider solche Prediger hier und ja, es ist eigentlich gut, dass er so etwas gemacht hat und dass eigentlich das entlarvt ihn als ein Heuchler. Also, ich finde es super, richtig. Ja. Amen, ich stimme dir zu. Weil was mir dazu einfällt, ist, wenn Leute unter Druck geraten, dann zeigen sie ihr wahres Ich. Richtig. Wenn du jemanden unter Druck setzt, dann kommt wirklich raus, wer er ist. Genau. Amen. Ja. Und hier ist das Ding. Das betrifft zum Beispiel eben so Situationen, wo jemand angegriffen wird und wir haben ihn zu Recht angegriffen. Aber wie kannst du einen Bruder als Idioten bezeichnen? Erstens ist er kein Bruder. Zweitens sagt Jesus nicht, dass wir niemanden als Idioten bezeichnen dürfen. Das ist nicht, was Jesus sagt. Ja. Jesus sagt, das ist in Matthäus Kapitel 5, dass wir nicht ohne Grund jemanden, einen Bruder als Narr bezeichnen können. Sorry, mir fällt es gerade nicht exakt ein, der Vers, aber wir sollen nicht ohne Grund erzürnt sein über einen Bruder. Lass mich das schnell aufschlagen. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rake, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oh, wie kannst du ihn einen Narr nennen oder einen Idioten nennen? Es gibt eine Ursache. Jesus sagt, wer ohne Ursache seinen Bruder zürnt, ja, das wäre eine Sünde. Aber abgesehen davon ist Jürgen Fischer nicht mal ein Bruder. Natürlich. Amen. Aber bei ihm zeigt sich wirklich, wer er ist, jetzt wo er unter Druck steht ein bisschen. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist keine Prophezeiung oder so. Ja, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber meine Meinung ist, dass er, oder es würde mich zumindest nicht wundern, wenn er eines Tages einfach als Atheist rauskommen würde. Wenn er eines Tages einfach sagen würde, hey, ich bin Atheist, ich glaube da gar nicht dran. Mich würde es nicht wundern. Ich meine, kann ich sagen, dass es zu 100% passiert? Natürlich nicht. Aber ich sage nur, mich würde es überhaupt nicht wundern. Ja. Dass er eines Tages als Atheist rauskommt. Denn jetzt, wo er unter Druck steht, zeigt es einfach, dass er selbst nicht hinter dem steht, was er verkündigt, was er predigt. Ja. Und wir wissen natürlich schon, dass er ein Irrlehrer ist. Ich glaube, dass er verworfen ist. Die Bibel beschreibt die richtigen Hardcore-Irrlehrer so. Ja, sie sind verworfen. Sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was die Bibel konkret über Irrlehrer sagt. Dass sie immer lernen und doch niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja. Ich meine, wir könnten ihn widerlegen, wie wir wollen. Er würde es niemals verstehen. Er kann nicht mehr gerettet werden. Hm. Das ist bei ihm ein ziemlich eindeutiger Fall. Ja. Hinzu kommt natürlich, dass er ein Trunkenbold ist, dass er das alles um der falschen Motivation willen macht. Dass er unversöhnlich ist, ja, das ist es, was wir in Römer Kapitel 1 lesen. Können wir auch gerne nachlesen. Da heißt es über die Verworfenen in Vers 31, dass sie unverständlich sind, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Siehst du, wenn es hart auf hart kommt, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Sie sind lieblos, da kann er noch so sehr sagen, ach, lieber Moses, alles Liebe und Gottes Segen. Ich meine, wer würde allen Ernstes alles Liebe und Gottes Segen wünschen, wenn er angegriffen wird? Ja. Das ist doch keine normale Reaktion. Das ist einfach nur Heuchelei. Aber er zeigt eben durch seine Taten, dass er komplett lieblos ist. Er ist lieblos, er ist unversöhnlich, er lässt sich nicht befriedigen. Egal, was du machst, er wird nicht zufrieden sein. Unbarmherzig. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse den Moses machen. Ich finde es falsch, aber ich lasse den Moses machen. Er kann nicht vergeben. Unbarmherzig. Und ich glaube, dass er zu 100% verworfen ist. Er kennt das Evangelium natürlich. Er weiß, wer Jesus Christus ist. Natürlich weiß er das. Ja. Aber er lehrt bewusst ein falsches Evangelium. Er hat sich nicht geändert, sondern er wird noch viel schlimmer. Ja. Das ist auch, was die Bibel sagt, dass gottlose Menschen eben immer schlimmer und schlimmer werden. Sie werden nicht besser. Und die Bibel sagt, dass es für sie besser wäre, wenn sie den Weg der Wahrheit nie erkannt hätten. Und dass ihr letzter Zustand schlimmer ist als der erste. Sie waren schon böse, sie waren nicht gerettet, sie haben Jesus Christus eigentlich in ihrem Herzen abgelehnt. Mhm. Sie haben den Weg der Wahrheit erkannt, aber es wäre für sie besser, wenn sie den Weg der Wahrheit nie erkannt hätten.
denn ihr letzter Zustand ist schlimmer als der erste. Er wird in einer ganz tiefen, unteren Hölle sein. Und die Bibel ist eindeutig, dass es ein schwereres Gericht gibt. Und für Irrlehrer, ja, die Bibel spricht über die Pharisäer konkret, gibt es ein schwereres Gericht. Zur Hölle mit Jürgen Fischer. Amen. Ja, Bruder Anselm, danke, dass du Zeit genommen hast. Ja, ich hoffe, dass alle die Irrlehrer in Deutschland, die so rauskommen und zeigen, was sie wirklich sind, sodass die Leute wissen, was für ein Heuchler die alle sind. Weißt du? Ja. Wir haben Liebe für Menschen. Wir wollen nicht, dass sie durch diese falsche Prediger die falsche Evangelium bekommen und in die Hölle gehen. Wir haben Liebe für Menschen. Und natürlich haben wir eine gesunde, eine perfekte, vollkommene Hass gegen diese Kinder des Teufels. Weißt du? Ja. Richtig. Amen. Ja.